Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play Sims 2 4 Jahreszeiten Special, in dem ich noch die zwei übrigen Häuser in meiner Nachbarschaft zeige, die ich erstellt habe und euch noch nicht vorgestellt habe. Vorgestellt. Und, also ich glaube zumindest, dass das von Familie Hayden gewesen ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das werde ich dann auch einfach mal kurz zeigen und dann gehe ich, wenn ich es schaffe, noch in dem Video auch nochmal rüber zur Familie Beckett. Dann fangen wir mal mit den Haydens an. Ich dachte eigentlich, ich hätte die schon gezeigt, bin mir aber nicht mehr sicher. Und ich meine, ich hätte einen Kommentar gelesen, dass jemand das Haus sehen wollte. Kann also sein, dass ich das doch mal nicht gemacht habe. Ja, die Familie ist klein, die besteht eigentlich nur aus dem Christoph, der Emma und ihrer Tochter Jasmin. Und ich zoome mal kurz raus. Doch, ich glaube, das habe ich ziemlich am Anfang schon mal gezeigt, das Haus. Denke ich zumindest. Also wenn, dann müsst ihr nochmal bei meiner Playlist durchgucken. Ich meine, ich hätte auch das Haus schon gezeigt. Ja. Christoph schaut sich gerade das Kaminfeuer an und die Emma hat, glaube ich, gerade Jasmin gebadet. Ich gehe nochmal ganz kurz ins obere Stockwerk. Ja, das war das Schlafzimmer. Ich hatte hier so eine Dachterrasse. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich das doch schon gezeigt habe. Und deswegen werde ich dann auch gleich wieder in die Nachbarschaft wechseln und euch noch das übrige Haus zeigen, wo ich mir aber ziemlich sicher bin, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar das Haus von der Familie Beckett. Das ist im Grunde dasselbe Haus wie von der Familie Faber, also von Sophie und Philipp. Ich habe nur, dass ich halt die ein bisschen unterschiedlich ausgebaut habe. In der Familie Beckett lebt die Marie. Das ist ja eigentlich bisher immer eine ganz gute Freundin von der Sophie und dem Philipp gewesen. Und mir fällt gerade der Name nicht ein von den anderen beiden. Und ich habe hier auch noch einen Pflanzensim. Also ich hatte die Marie zum Testen mal kurz zum Pflanzensim gemacht, bevor ich das mit dem Philipp gemacht habe. Und habe sie aber wieder zurückverwandelt. Deswegen ist der Pflanzensim die Lena. Das ist jetzt, die gehört also dann zu Marie. Ah ja, genau, dann haben wir den Eli. Wo ist der? Der ist, glaube ich, gerade im Bett. Ja, das ist der Freund von der Marie. Und dann haben wir noch die Niki und die schläft unten, die hat ein extra Zimmer. Das ist die Mitbewohnerin von der Marie. Also jetzt zeige ich aber erstmal das Haus. Also man sieht es vielleicht auch schon, das ist das Grundgebäude, sage ich jetzt mal, ist das, was ich auch für Philipp und Sophie benutzt hatte. Wo ich mich so ein bisschen dran orientiert hatte auch, weil ich habe das hier, Haus hier zuerst gebaut gehabt. Und hatte aber sofort Geldsheets benutzt bei dem Haus. Und deswegen finde ich, ja, ich finde es fast ein bisschen hübscher, beziehungsweise es hat halt mehr, es hat auch einen Pool und so. Das ist, ja, das obere Schlafzimmer, das Badezimmer. Und das fand ich echt ziemlich schön. Also ich finde das Schlafzimmer ein bisschen schöner als das von Philipp und Sophie, muss ich zugeben. Die Küche ist ähnlich, da habe ich auch so das Orange benutzt. Und dann haben wir hier noch das Wohnzimmer. Das ist ein bisschen anders. Da habe ich die Möbel, die ich auch beim Arthur im Haus fürs Wohnzimmer benutzt habe. Und natürlich auch wieder so ein Tisch am Fenster in der Ecke. Das
Klavier. Und hier das Bad, also das ist alles sehr ähnlich natürlich aufgebaut. Jetzt wie bei Sophie und Philipp im Haus. Ich habe aber eben andere Möbel benutzt. Zum Teil. Und ja, normalerweise wäre jetzt hier in der Ecke das Zimmer von der Emily. Natürlich gibt es hier keine Emily, deswegen brauchte ich hier auch nur ein Zimmer, und zwar das für die Niki. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, es ist natürlich gerade Nacht und schlafen alle. Wir können ein bisschen mit der Lena spielen, mit dem Pflanzensim. Pflanzensims können sich auch gießen, indem sie einfach in den Pool steigen. Das ist etwas, was ich natürlich bei Familie Faber nicht zeigen konnte, weil wir da keinen Pool haben. Die Lena hat natürlich passenderweise auch einen grünen Badeanzug an. Ja, und man sieht jetzt hier bei den Bedürfnissen das Gießen sich füllt. Ja, was ist hier sonst noch anders? Wir haben natürlich einen schönen Gartenzaun drumherum. Wir haben nicht ganz so viel Gemüse und Pflanzen. Dafür haben wir noch ein großes Teleskop. Und ich sehe gerade, dass die Niki wach geworden ist. Ja, der Niki, die hatte irgendwie so ein paar Ängste und oder irgendwelche Sachen. Auf jeden Fall ist sie im roten Bereich momentan. Mit ihr hatte ich irgendwas falsch gemacht. Weiß ich aber nicht mehr, was das war. Man kann sich mal umziehen. Und ja, ich hatte verschiedene Kleidung für sie. Man hat sie, glaube ich, schon mal auf einer Geburtstagsparty gesehen bei Fabers. Ich hatte auch mal lange Haare bei ihr. Mal gucken, was die Marie und der Eli machen. Eli schläft noch, Marie ist schon wach. Muss eigentlich irgendwer arbeiten gehen? Die Marie nicht, die Lena ja. Die Niki eigentlich auch. Die ist in der Gamer-Karriere. Und der Eli ist Kellner, hat aber heute frei. Und schnarcht vor sich hin. Müsste aber auch gleich aufwachen. Ich schmeiß ihn jetzt einfach mal aus dem Bett. Hat jetzt auch die Wünsche, die Marie zu heiraten. Das muss ich gerade mal feststellen. Ups. Wieder ein Wahnsinnswitz erzählt. Ja, ich wollte ihn eigentlich mal von vorne zeigen. Ja, so sieht Eli aus. Dann muss ich mal die Lena aus dem Pool holen. Ich glaube, gegossen ist sie jetzt wirklich genug. Und sie hat die Wünsche Pollenwolke, was ich nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Muss aber jetzt erstmal zur Arbeit. Was war sie noch gleich? Schon mit vergessen. Verkäuferin ist sie.
So, die Niki hat noch ein bisschen Zeit, der ihre Arbeit fängt erst um 13 Uhr an. Ja, das ist dann Familie Beckett gewesen. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht wirklich Familie Beckett. Der einzige, der Beckett heißt, ist die Marie und die Niki gehört zu der Familie Graham. Den Eli, den hatte ich so noch erstellt und ja. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen so ein bunt gemischtes Haus. Ja, das war's dann auch schon für dieses Special. Ich glaube, dann habt ihr auch alle Häuser gesehen, die ich in meiner Nachbarschaft habe. Falls ich doch noch was verpasst habe, vergessen habe, dann sagt mir das oder ich gucke auch nochmal nach und dann werde ich das noch machen. Aber ich glaube, das war's jetzt. Also, dann im nächsten Video geht's wieder weiter mit Philipp und Sophie. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.